So, liebe Freunde, Hallöchen, da bin ich wieder. Ja, der Metzel ist wieder da. Wer hätte es gedacht? Ich hatte ja ein Infovideo gepostet, von wegen Heustopf und so weiter. Die Zeit ist zum Glück rum. Die Zeit ist zum Glück rum. So, und wir wollen uns direkt dran machen, eine Kleinigkeit zu zocken. Ja, heute habe ich mir rausgesucht mal Dungeon Defenders. Ein kleines, aber sehr, sehr feines... Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich machen. So. Boah, ist das hell. Tower Defense Spiel quasi in der Third Person View, wo man selber noch mit drauf schlägt. Gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil schon? Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo gehen wir denn drauf? Ich muss gerade hier rausgehen. So, das mal hier. Gibt es auch einen zweiten Teil? Der soll aber bei weitem nicht so toll sein wie der erste. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Nämlich, der erste, der kostet was. Und der zweite nicht. Sprich, wie macht man Geld mit einem Spiel, was nichts kostet? Mikrotransaktionen und allen möglichen anderen Scheiß. So. Und da das absolut anscheinend nicht funktioniert, das Spiel muss so runtergewirtschaftet worden sein. Wenn sie meinen. Mir persönlich egal. Ich spiele sowieso hier noch den ersten Teil. Ich finde den lustig. Und es geht doch nicht über einen, über so ein Ding hier. Wie heißt es? Über ein bezahltes Spiel, genau. Da gibt es nicht so viele Mikrotransaktionen. Und für 12 Euro ist das Spiel immer noch mega geil und es macht einfach Fun. So, jetzt aber. So, geh ich mal auf schwer? Na komm, ich bin eine Memme, ich bleib erstmal auf. Cool. Geh ich mal auf schwer? Ah ne, komm, ich will erstmal die Map sehen. Damit ich weiß, auf was ich mich einlasse. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Der Thronsaal. So, schauen wir mal. Von wo können denn hier die bösen Buben kommen? Aha, von da und von da. Das wird lustig. Also wie gesagt, das ist ein Tower-Defense-Spiel in der... im ersten Gedanken. Links unten sehen wir A, meine HP und B, meine Mana. Frosch im Hals. Boah, wo kommt der denn her? Meine HP und meine Mana. Die Mana brauche ich, wie man sehen kann, an der Aktionsleiste, um Dinge auszufinden. Unter anderem halt mich zu heilen, Sonderattacken auszuführen. Oder auch einfach nur... Warte mal, gerade hier. Ich mag sie zwar extrem sehr gerne, die No Game No Life Musik. Aber kann ich gerade mal hier nicht gebrauchen. Das verpanikt mich zu sehr. So. Ja, ich mache einen schönen Schlag. So. Rein da. Ach, es ist der Dings wieder nicht offen. Oh, ich kotze gleich. Moment. So, jetzt haben wir es. Gut. Also, Mana brauche ich, um meine Tower zu erstellen. Ich habe 5 zur Auswahl mit dieser Kriegerklasse, die ich so darstelle. So, das mal alles hier einsammeln. Und halt neben dem Tower Defense spielt auch der Rollenspiel-Aspekt eine wichtige Rolle. Da man seinen Charakter hier auflevelt, er kriegt Loot, er kriegt Waffen, alles mögliche, was man halt braucht, um erfolgreich seinen Schiss zu verteidigen. So. Jetzt schauen wir mal, ich habe schon recht viel zusammen. Schauen wir mal auf die Karte. So. Von da können die alle kommen. Aha. So, die werden wahrscheinlich Strakos durchlatschen. Ich vermute mal, die werden... hier lang kommen. Das heißt, die kommen hier runter. Wie die da. Sind es die da oder die da? Ja, ist halt sehr taktisch. Wie stellt man was auf, ne? So, von da kommen jetzt die Feinde. Das ist ja wunderschön. Nur wie verteidige ich hier meine Dinger? Das ist die andere Frage. Ich glaube, das Einfachste ist wirklich... wenn ich sage, ich hau mich hier hin. Ja. Also das ist mein Bereich, wo ich schon was bauen kann, ne? Ist schon klar. Was anderes fällt mir gerade mal ganz ehrlich gesagt nicht großartig ein. Ja,
lass mal einfach mal so. Was soll ich sonst jetzt anderes bauen hier? Muss gucken, ob das dann halt so passt, ne? So, am besten hier noch. Die werden ja auch. Ich werfe deine Anlage hier nochmal eine. Ich habe eine Selbstschussanlage in. Eine von zweien in diese Richtung. Diesen Weg. Die andere setzt mir auf die andere Seite natürlich. Ja, ja, ich weiß, ist alles kacke gerade. Komm, lass mich doch einfach das Ding da hinsetzen. Das ist doch gut. Da gibt es gerade Platzprobleme. Da war doch. Da war. So, können die Dinger sich ein bisschen gegenseitig unterstützen. So, habe ich noch irgendwo Mana-Kisten jetzt übersehen? Ja, da. Da oben auch. Vielleicht kann man sogar noch eine Harpune beschwören. Guck. Geht sogar. Oder ich tue eine upgraden? Ich weiß noch nicht. Also, ich spiele hier, wie gesagt, einen von vier Helden. Es gibt Hidden Spinner. Dann gibt es eine Bogenschützin, einen Mönch und einen Magier. Aber ich bin mehr so der Haut-drauf-Typ. In schöner Blümchen, Herzchen-Unterhose. Damit man schwer erkennen kann. So, dann machen wir hier einfach noch so ein. Nein, sowas nicht. Sowas hätte ich gerne. Dann machen wir noch einen Spoten hin. Was? Ja, wir haben sogar tatsächlich noch genügend Kristalle, um noch einzubauen. Das ist schön. Guck mal, was hier hinpasst. Ja. Wo war's? Da ist er. Sehr schön. Gut, Gegner können kommen, dann Attacke. So, ich habe extra eingestellt, dass ich unendlich viel Zeit habe für den Mist. Das gibt einen Spaß. Jetzt kommen die hier schön an. Es gibt verschiedene Gegner natürlich, muss ja sein. Das sind so die Schwachmaten. Ich schaue mir das Ganze erstmal an. Ja, klonk, klonk. Mal gucken, was so passiert. Die lassen auch wieder hier das Zeug fallen. Habe ich eigentlich Musik an? Nein. Ich auch zum Hauptmenü. Video. Stimme. So. Akzeptieren. Ein bisschen musikalische Untermalung hier haben. Das macht denn ja alles keinen Sinn. Na. Wer will sich da denn hier durchzwängen? Das ist mir gar nicht. Okay, dann weiß ich, dass da noch eine Schwachstelle ist. Bogenschütze muss ich ein bisschen aufpassen. Aua, aua. Autsch. Okay. Da muss man vielleicht ein bisschen überdenken. Ach, da oben steht's. So. Bis nochmal. Augenfrühstück, ne? Können wir noch welche rum, da drüben. Kaufen wir schon mal wieder. Stattdessen stelle ich das hier hin. Das Schnitzelwerk des Todes. Meine ultimative Megawaffe mittlerweile. Das ist ein richtiger Schnetzler. Anders kann ich das Ding echt nicht betiteln. So, einer noch. Checkt er dann. Da drüben kommt er. Sammle schon mal alles wieder ein. Ja, Welle beendet. Wir sind die Großen. So, jetzt. Vorsicht vor den Wyvern. Oh Gott, die schon wieder. So, natürlich gibt es ja Ausrüstungsgegenstände. Wie gesagt, ich bin aber ganz gut ausgerüstet. Mache ordentlich Schaden auch damit. Auch mein kleines Vieh macht gut Schaden. Nicht drücken. Oben. Ich sammle erstmal Kristalle ein. Da kann ich mal ein bisschen an meine Taktik arbeiten. Also wenn die Wyvern auch wiederkommen, dann sollte ich unbedingt noch ein paar mehr Schuss ein paar mehr Harpunen aufstellen.
Erstmal gucke ich, dass das ganze Teil hier... Das mein Schnitzelapparat hier schön stationiert ist. Ist ja gut. So. So, Schnitzelapparat. Durch den kommt keiner durch. So, ich muss mal Stapel, wenn wir die hier aufstellen. So nicht. Kann man natürlich nicht. Kann man eine Staffel, kann man aber das hier vielleicht. Ja, das geht. Gehen wir den Eingang nämlich einfach mal. Da kommt ja auch keiner rein. So, die Schnitzelapparaturen übernehmen das Schnitzeln und den Rest machen wir. So, jetzt. Den Rest hier einsammeln. Oh, ein dickes Schwert. Ein kleines Schwert. Da spiele ich mit meinem Dämonen-Cutter. Bin ich eigentlich ziemlich gut momentan beladen mit meiner Stufe 20. So was. Ich will gerne wissen, wo die Wyvern kommen. Zu schön gewesen. Aber hier könnte ich es doch hinstellen. Ich weiß nicht, ob die Viecher mir das hier nicht kaputt machen. Ja, da, da, da. Machen wir es jetzt mal ganz einfach. Anstatt jetzt irgendwas. Bleibt mal einfach mal auf. Gut. Dann schauen wir. Lassen wir jetzt mal die Bücher kommen. Jetzt haben sie es schon mal bedeutend schwieriger hier reinzukommen. Ich sehe noch keinen Wyvern. Gibt wie die Mädchen. So, mein Schnitzelapparat steigt schon ein. Ich sehe keinen Wyvern. Ich sehe keinen Wyvern. Kann man da hinkommen? Autsch! Da kommen sie, die Vögel. Ich weiß gar nicht, wo der als Angriff sein soll. Das ist egal, solange noch die AP hat. Flasche Master, hier oben was hinzustellen. Gämlichen Bogenschützen. Ich weiß, dass ich das sagen würde, wenn ich ruhig habe. Was nehme ich jetzt mal? Ja, ich habe noch genügend. So. Dann soll ich mir das durchschauen. Die beiden mal aufwerten. Oh, Science Stunts. Braucht ihr echt so lange ihr Alarm erschaffen? Das kann er ja.
Sollte beim Level abnehmen mal ein bisschen mehr Lauftempo zulegen. Gucken, ich darf natürlich nicht zu viele Einheiten haben, wie es ja normal ist bei so Dungeon Fighter Spielen. Da sieht man oben rechts, sieht man das stehen unter den Wellen, die Abwehreinheiten dann. Oh, ich hab meine Mana mehr. Licht ist zum Glück genügend rum. Super. Ja, da oben steht noch eine Truhe. Die nehme ich natürlich mit. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wenn ich hier oben mein Zeugchen stelle, ob die das dann nicht abschießen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Einheiten ist ja noch ganz locker lang. Gebe ich hier noch einen hin? Ne? Aber vielleicht hier oben? Ja, guck mal, da passt sogar noch eine. Sehr gut. Sind wir doch hier oben gut ausgerüstet. Level up und. Gut, ausgerüstet. Nächster. Angeflogen. Die schrägen Vögel. Oh, die sind mit Blitz. Scheint aber aufzugehen. Ja, aber wir sind gleich hier. Das wird das letzte Mal. Mit. Schnipp, schnapp, Schnäpfe, hier kommt euer Netz. Ich bin einfach zu stark für euch. Da oben in meinem Tower geht auch keiner dran. Das wird also sehr gut. Hier nochmal auf Level. Genau, zack hier. So. Oh, der Schleck. Noch bald. Da drüben kommt das letzte Paar. Ja. Warum es macht er? Hör mal ein bisschen den Schutzapparat auf. Mein Ritter Kudibert mit seiner Lanze freut sich echt ungemein. Das ist schön. Spiel und Kristall. Das ist schon. So. Jetzt frage ich mich gerade. Von da oben wird ja alles abgewehrt.
Das schießt darüber, das schießt auch darüber. Ob das denn praktisch wäre? Die Kiste können wir doch mal verkaufen. Ich hab grad mal irgendwie ein bisschen sinnbefreiter, die da gestanden. Ah, guck mal. Mitnehmen. Oh, ein Scheiß, braucht gleich beim Level-Up mehr Laufgeschwindigkeit. Der ist so lahmarschig. Ich habe zu viel in alles andere investiert, glaube ich. Mitnehmen. Da. So. Ich glaube aber auch, wenn ich jetzt unten drin war. Hier meine beiden Stoßdämpfer hier, die benötige ich auch absolut null. So, die kommen mal weg. Ich renne ja auch noch hier rum. Also, will ja auch eine Kleinigkeit zu uns zu tun haben. So. Dann können die Gegner mal schön versuchen, hier durchzuchargen. So, dann kann ich das jetzt hier hinsetzen. Ja. Geile Sache. So. Den noch ab und dann bauen wir nicht mehr genügend Power-Ups, ne? Okay. Dann Angriff. Kommt, jetzt habt ihr eine kleine Chance, hier durchzukommen. Einer von denen schafft. Ja. Ein Ogre hat reif. Wo? Was für ein schickes. Das kenn ich noch gar nicht. Da hilft nur eins. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. Ah, da ist er, oder? Mal zurück. Der Ogre ist schon platt. Das ist sehr gut. Also meine Abwehrmaßnahmen sind hier. Sau gut. Hey! Der Ogre nie ausgeführt. Das heißt Nekromanzer. Schnitzel. Na. Ich hab dich genau gesehen da oben. Ja. Nein, das schafft nicht mehr. Oh, das ist noch ein Ogre. Und das ist der kleine von ihm. Bevor der überhaupt das Areal erreicht, fällt er schon tot. Das ist natürlich saugut. Ich würde den mal alles verkaufen. Das waren sie alle. Letzte Welle. Letzte Runde. Wir haben nicht mal wieder mal Bosswelle. Ah, stimmt, ich war ein Level Up. So, jetzt natürlich hier mein Level Up. Hier typisch vom Helden. Also Leben, Angriff, Geschwindigkeit und Wirkbereich. Also inwiefern man angreifen kann. Ne? Dann meine Fähigkeit natürlich. So Blutzorn. Den habe ich jetzt noch nicht benutzt. Ach komm, ich will mal wissen, was das ist.
Und dann natürlich hier meine Towerchen, was die so alles können. Das Wegbereich wäre nochmal schön. Achso, schnell, schnell laufen können. Komm, jetzt überleben wir uns alle. Hatte ich nicht gesagt. Ich wollte eins auf Blutzorn. Egal. Egal, ob nächstes Level abkommt. So, alles einsammeln. Die Bosswelle. Das wird jetzt lustig. Aber mein Aufbau klappt sehr gut. Hat auch gut, alles hier vorne zu konzentrieren. Der juckt die Fingerchen. Die Ausrüstung kann man reparieren. Genau, hier könnt ihr jetzt reingucken. Da könnte meine Ausrüstung noch ändern, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Jetzt habe ich auch genügend, das hochzupäppeln. Ja, habe ich. Will ich das hochpäppeln? Nein, will ich nicht. Ausrüstung. Ich könnte noch eins setzen, wenn ich wollte. Brauche ich aber nicht. Zeug, das ist klar. Ah, komm. Was ist mit denen noch als höher? Dann können wir hier außen auch. So, dann würde ich sagen, Bosswelle, komm bei. La Grande Bossa. Jetzt bin ich gespannt. Hier soll es ziemlich ausrichten wollt. Werde ich schon abgenutzt, bevor ihr habt. Teilweise. Bevor ihr teilweise ankommt, werde ich schon tot. Das ist schon mal das Erste. Ein Ogre-Herse reift. So, alles andere wird hier. Wir nehmen hier meine Schnitzelapparate. Nein, 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 nicht schießen. Sehr amüsant. Ich glaube, wir kommen mal hier. Oh, da ist ja der Dark Knight hier. Haha. Heimlich mal. Wer wird denn hier? Immer mit dem Kopf nicht. Oh, jetzt ist er. Jetzt ist er aber gerade mal abgehauen. Ah, guck mal. Ah, das ist so ein Dark Knight, oder? Ich glaube, es hakt.
Ich habe jetzt aber auch wenig mehr weg. Das hat jetzt ganz schön gefallen. Hier das Ding ist. Ich werde hier von den ganzen Hüpfern aufgehen. Und gleich ist rum. So, also die Taktik, die wir gemacht haben, ist ganz gut. Aber die kommt doch noch zu nah. Die wirklich bei mir dran. Wo sind die letzten Hüpfer wieder drüben? Den mache ich jetzt noch Schnittlauch. Nice, das ist scheiße. Das so, alle Spürgeschalle geheilt. Alles ab in meine Bank. Der Boss erscheint. Oh shit. Jetzt bin ich gespannt. Heilen. Die Bossrunden, die sind gut. Die sind ein bisschen härter. Das hat ja auch schon was Vergnügen. Komm ja schon. Jetzt bin ich gespannt, was da antanzt. Ah! Okay, jetzt wird's lustig. Das Problem ist, oder was heißt das Problem ist? Lustig ist, während dem Bosskampf hat man natürlich keine Ruhe. Es kommt natürlich immer weiter, kommen die Gegner an. So ist ja der Idiot. Wo war denn? Da ist der Darkman wieder. Verdammt, da ist er. Hallo, Großer. Aua, aua, aua. Ich geh mal hinten rein. Schau es an. Aua, aua, aua. Weg hier, weg hier, weg hier. Macht das böse Aua bei mir. Aua, ist das gut. Komm noch was drauf. Das Raten und Vertrauen können wir noch ein bisschen erhöhen. Yes, 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 yes. So, was ich jetzt einsammle, das ist jetzt alles quasi für meinen. Noch für meinen Haupttresor. Alles in Butter. Alles hat überlebt. Thank you.
funktioniert. Aber am Ende war meine Aufstellung doch gar nicht so schlecht. Aber der war definitiv einfacher wie der erste Boss. Der erste Boss war irgend so ein Dämonenlord-Typ. Mein Gott, ist der mir auf den Keks gegangen. Hat auch gut reingehauen, der Kerl. Alles einsammeln, bitte. Sehr gut. Hab's vergessen. Nope. Ah, doch, hier zwei Items. Und hier eine Mittelstation. Gut, nur Level. Hier ist noch was, gell? Ja, da. So. Dann Kristall aktivieren, um fortzufahren. Fürs nächste Level, aber. Ach komm. Sehr schön, sehr schön. Hier meine Türme zum Verpuntenschutz gebaut. Ich will mal hier zurück ins Gasthaus, bitte. Ja. Though the throne room is in shambles, the four enjoy their victory over the goblin army's mechanical contraption. But this joyful respite is rudely interrupted by a thunderous roar from outside. Racing to the rooftops, they turn their eyes to the sky and see a gargantuan dragon circling overhead, rallying his troops for the final assault. The four defenders ready themselves for the ultimate battle ahead. Tada! Ja. So. Das nächste Royal Garden, okay. So, das ist meine Taverne. Da kann man gucken, hat er. Do you think you can collect one of each pet type? Kann ich schon tragen. Belegstufe 70, okay. Ist ein bisschen hoch. Der hier ist gut. Der kann ein bisschen. Hä? Ach so, warte mal. Ja, 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 ja. Der ist allgemein. Der hat 3 Millionen Stats mehr als meine. Ja, komm, den. Komm, den leisten wir uns mal. Yep, a high roller, eh? Beliertes, giftiges Ding. Blitzschaden. Man sieht ja, dass die Waffen natürlich auch alle hier ihre Spezialfähigkeiten haben. Also 14, 21 Aufbaustufen. 22 Aufbaustufen, das ist sowas Schönes. Minus 4 im Rückschlag, minus 5 da, das ist ein bisschen zu negativ. Ich glaube, ich mal den hier. Den erstaunlichen elektrisch schlechter. Kaufe Item. Ja, gut. Should buy the squire some pants. Rüstung. Die erstaunlich glücklich Lederkapp. Immer auch noch. Yep. So. What a few thousand mana between friends. Diesen EP-Schuh. Punkt neu verteilen wollen wir nicht. Itembox. So, erstmal Vogel. Das ist nicht der Vogel, den ich gerade hatte, oder? Starke Gargoyle-Maske? Okay. Ein Helden geben. Keine Ahnung, wo die hingehört, aber scheint gut zu sein. So, jetzt schauen wir es mal hier vorne. Genau, den hatten wir gehabt. Entsperren. Dem meinem Fuzzi geben. So. Wo sind zerrissen? Nee, Quatsch, das war der nicht. Wo sind hier das Blitzdings? Glänzend lodern Clouds Knights. Ja, genau. Boah, der hat aber auch. Boah, 126 hier Feuerschaden. Aber das hatte ich mir auch nicht geholt. Glänzend gesenkte Lederhaube. Was das, was ich geholt habe? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Da! Was haben wir hier?
andersrum. Zeug. So. Akzeptieren. I tried my hand at gold prospecting, but it never panned out. Erstaunlich elektrischer Schlechter, da ist er doch. Benötigt Stufe 27, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah! Muss jetzt noch ein bisschen rumackern. Gut, dann halt nicht. Hier oben könnte ich eigentlich nichts. Der hat natürlich Mods Bums drauf, aber das andere verleiht meinen Türmen mehr. Das mit den Türmen ist wichtiger Zeug. Ja, genau. Hab ich den Ordner? Doch, Mann, ey. Das war das ganz einfach. Es gibt schon lustiges Zeug, so ist es dann erstaunlich. Das kommt mal da rein. So, glänzende. Das hier ist schon mal besser wie das, was ich hab. Die ich habe, gibt meinen Türmen mehr Angriff. Ja, ihr seht, es ist nicht immer einfach, hier was auszuwählen. Da, das hat man, glaube ich. Das kann ich auch da rein tun. Ja, komm. Helden geben. Oh, hier rein. Das ist gesperrt. Okay. Dann tun wir hier jetzt gerade mal Unlock All. Oder haben wir noch irgendwas Nützliches bekommen? Wer furzt wo? Das kann ich vielleicht noch annehmen. Geben. Man sieht ja schon so ein bisschen hier mit Plus und Minus. Oh, ja, die sind noch gut. Helden geben. Daumen hoch, Daumen runter, da sieht man schon ein bisschen immer was. Ach Quatsch. Das war der Sperr, gut. Sell all! Jupp. My storage room is becoming very messy. Unlocken, sellen. Jupp. Your goods are always welcome here. So, was will ich eigentlich mit den Fuzzis? Werfen. So. Ich habe schon ein bisschen Ordnung bei mir. So. Itembox, Heldeninfo. Ich habe so eine komische Maske jetzt auf. Genau, so. Profimodus. Wie viel Aufbaustufe war das Ding? 12, okay. Dann kannst du mich mal ein bisschen schneller machen. Und Umschlag brauche ich jetzt so viele. Boom goes the proximity trap. Ja. Okay, benennen wir einfach so. Und noch eins. Maximum Upgrade. Sehr schön. Zurück. Marsch, marsch. Hat ich mir nicht eben einen Vogel geholt? Die habe ich rausgeschmissen, oder wie? You won't find other shops. Itembox. Ach, ich hatte ihn. Ach, ich hatte ihn nur rausgeschmissen. Weil ich ihn nicht verkaufen kann, hä? Anscheinend. Gut. Von mir aus. Killinfo. Zeig mal der Vogel, was er kann. So, alles rein damit. Gut. Bleibt so. Das war für den Tower noch. Sehr schön. Das fließt auch hoch. So, die Kappe, hatte ich die ausgetauscht? Nee, genau. Das ist ja schon ausgewechselt. Alles rein investieren. Ich möchte gerne keine Nachteile haben. Komm, hiermit können wir.
werden. Ich gebe gerade mal Geld aus, das ist Wahnsinn. So, die Kappe habe ich nicht abgegradet. Ja, ich warte gerade mal, bis fertig ist. Ja komm, lass mal. Ich bin ja gerade ganz gut. So, da ist mein neuer Vogel. Sehr schön. Dann... Ich nehme die kleine, putzige Miezekatze. Eine Mission brauche ich. Rollgarden. Komm, ich gehe erstmal auf Mittel durch. Der königliche Garten. Hier sehen Sie, was Sie nicht sehen. Leveln. Einmal komplett von oben. Ich habe 3 Kristalle. Boah. Das ist immer ernst. Ich habe 3 Kristalle, die ich beschützen muss. Das kann was werden. Aber schön ist, die kann ich gut verteidigen. Dann ist hier den ersten. Ah ne, von unten kommen sie auch noch. Okay, dann muss ich da wahrscheinlich mal ran. Irgendwas muss ich auch machen. Ah ne, wurde kein Schild da. Okay. Ah. So, das habe ich schon mal. Also, Labyrinth Nummer 1 ist hier. Ich spiele jetzt mal ganz einfach. Nämlich, dass sie hier den einfachen Weg gehen. Wie gesagt, ich vermute es. Oh shit, ich hatte eben noch 900 HP. Durch die Ausrüstung jetzt hier habe ich... Boah, schweinisch viel. HP, jetzt kann ich ja richtig, richtig reinhauen. Und wir kommen ja auf die Idee, aus rumzulatschen. Damit sind die Durchgänge von hier unten blockiert. Da kommt keiner mehr hin. An den Kristall kommt auch keiner. Da muss doch hier das jetzt zugemacht werden. Ja. Also ein bisschen gucken, wohin das Ding auch stößt. Damit dürfte erstmal alles abgeregelt jetzt sein. Die kommt da. Ja, doch, das passt. Gut, schauen wir mal. Wenn es gleich wieder heißt, halt auf die Wüwein auf, dann krieg ich einen Anfall. Das ist auch wunderbar. Oh. Ich kann doch einfach nur hier stehen, mein Vogel macht das schon. Finde ich gut. Scheint zu klappen. Läuft. Klappt. Gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Vor die Blühwärme. Weißt du? Von wo?
keine Ahnung, von wo der blöde Wyvern kommen soll. Ich hoffe, dass er es nur... Verzeihung. Ich hoffe, dass er es nur hier auf einen meiner Kristalle abgesehen hat. Das ist abgeriegelt. Könnt schon mal holen. Ist ja immer viel bei raus rumgekommen. Bei raus rumgekommen. Das ist auch ein geiles Deutsch. Hier gibt es noch was zum Abstauben. Hier gibt es eine Truhe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass hier solche Spiele nicht häufig gespielt werden bei Steam. Weil Tower Defense ist eigentlich ein Sau. Also ich stehe voll auf Tower Defense Spiele. Ohne Scheiß. Aber halt das Problem ist, wie man ja... Gibt es hier vielleicht schon 5 Punkte irgendwo? Wie man ja offensichtlich sieht, es wird nicht häufig gespielt. Wie gesagt, es kam der zweite Teil hier von dem Spiel raus und dann, ja, hat keiner sich mehr den ersten geholt, wollte keiner mehr die 12 Euro ausgeben, weil der zweite Teil komplett umsonst ist. Aber hier Mikrotransaktionen, die kann man ja mal haben. Ja, hau mir rein, ja. So. Aber wie gesagt, es ist schade, dass solche Spiele dann nicht mehr gespielt werden. Ich habe gestern mal auch geguckt, es gab einen, der mal was gesucht hat, ja. Zum Mitspielen. Das macht echt so Laune, Tower Defense. Das habe ich schon bei WoW, bei WoW, bei Warcraft 3 habe ich den Modus kennengelernt und habe ihn lieben gelernt. Also, Tower Defense macht Laune. Und nein. So, wo soll der Wyvern sein? Ich keine Ahnung. Ach, dann muss ich wieder so. Graf Skelettus und seine Armee der Sinnlosen. So, wo ist jetzt der Wyvern? Ich sehe keine. Ich sehe nur, dass meine Verteidigung funktioniert. Das ist ziemlich erfolgreich. Oh Scheiß, wo war der Wyvern? Kelsen. Hier mal der Schnetzler 3000 hin. Hier kommt auch der Schnetzler 3000. Jetzt verteidige ich die Dinger mit einer zusätzlichen Harpune. Kommt echt kein Arsch mehr durch. Ah, jetzt kommen Wyvern. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Ich bleibe wie immer auf Abruf. Der Schnetzler 3000 kriegt echt alle klein. Ich kann mir keinen Gedanken machen zu müssen. Aber hier unten komme ich schon wieder. Die holen uns der Finsternis.
Ist ja auch noch kein Glühwein in sich. Kein Wühlwein. Aber vielleicht kann ich hier oben drauf meine Verteidigungsanlage errichten. Ja, kann man nicht. Unendlich. Aufstieg verfügbar. Das ist gut. Boah, das geht ab. Geschwindigkeit. So, wir können ein kleines bisschen mehr Leben kriegen. Angriff machen sie ja gut. Wegbereich. Sagen. Wenn der große Oberbösewicht kommt und meint mir hier böse Du-Du-Du zu machen, dann hält er nicht lange gegen mich durch, würde ich mal behaupten. Hier kommt keiner ran. Ich könnte fast sagen, ich brauche die ganzen Updates gar nicht. Ja, hier Außenbereich könnte ich ein bisschen verstärken noch. Jetzt sollen 6 Wyvern kommen. Ich habe nicht mal einen gesehen. Wo hat es die Feinde bitte hingeschleudert? Könnte ich einfach sagen, scheiß auf den Einkristall. So. So, dann Angriff, komm. Mach's kurz. Stimmt schon irgendwie. Bitte, meine Güte, jetzt kommt aber was an. Er ist reif. Ich muss ja mal gucken, ob der erreicht. Das wird deswegen ein bisschen lustig. Oder von den Drachen. An der Seite? Ihr seid unlustig, Leute. Sick, Alter. Hat ihn irgendeiner von euch gesehen? Immer aufsammeln. Ich
Das war also der große, böse Dünner. Kann ich schaden. So, komm, wo ist der letzte? Oh. Wow, Dinger, ganz schön Schaden genommen. Soll ich ihn einfach mal austauschen? Ich glaube ja. Tausch mal aus gegen einen Schnitzler. Alle werden gut. Upgraden. Letzte Welle. Bauphase. Jetzt könntet ihr mich jetzt ja noch irgendwie aufhalten. Komm, hier drüben kommt auch noch ein Schnitzler hin. Oh, oh, oh. Oh, ich habe nicht mehr genügend Punkte dafür. Moment, da kann ich eigentlich schieben. Ich wage es jetzt mal. Die verkaufe ich mal. Was ich hier oben stehen habe, muss eigentlich ausreichen. Ich bin ja da. So, Schnitzler und Lappler. Sammeln wir noch einen, dann tun wir hier alles gerade noch richtig upgraden. Wahrscheinlich. Ich bin voll ausgerüstet. Tue ich nämlich noch die beiden hier aus der Mitte. Die tue ich noch auf voll upgraden. Ja, was ist auf voll? Das sind zwei. Noch wissen was? Ich höre es geil, wieder Unterhose hier. So, du da oben. Gott. Dann starten wir sie die letzte Runde in dieser lustigen Welt. Echt sau einfach zu verteidigen war. Zeig mal, was ihr könnt. Da stimmt aber auch Zeug heran. Oh, der Dark Knight. Da kommen die Hürden lang. Ein Ogre has arrived. Ich glaube, hier oben ist alles gut, oder? Das ist alles gut. Der hat es dann etwa geschafft, bis zur Blockade zu kommen, der Kerl. Der wurde schon weggeschossen. Oh, 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 oh. Jetzt wird's hier aber. Jetzt ist es aber eng. Jetzt wird's doch mal nicht helfen. Jetzt ist hier aber, kann man abgewarten. Ja, das hat sie jetzt gar nicht. Ja, 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 ich bin jetzt da. Okay. Ne. Was ist das jetzt? Goldene Skelettbeschwörer?
Okay, da konnte mein Schützenturm nicht gegen ausrichten. Stimmt, da habe ich jetzt. Da hatte ich ja gar nicht dran gedacht, dass die auch hier runtergehen würden. Es hat trotzdem irgendwie geklappt. So. Einsammeln. Nichts verschenken. So, Kleinbeträge, aber auch klein viel machen ist. Aber wenn ich 527 Millionen habe. Dinge dabei, mach ich mal. So, das muss eigentlich genug sein. Okay. Komm, aber das nächste Level. Das schaffen wir noch. Heute nicht ganz so lang. Nur so circa bis 10 Uhr. So halb. Mhm. Ich muss gleich mal einen Blick auf die Karte werfen, die check ich gerade nicht. Von da oben geht's nach da. Hä? Mann, wer baut denn so betrunken, bitteschön? Oh, was ist hier dickes, geiles? Aha. Cool. Das heißt, von da kommt bestimmt irgendein dicker Mega-Feind, den man so richtig schön auf die Schnauze hauen muss. Würde ich jetzt mal schätzen. Sonst wäre dieses Mega-Ding nicht da. Ach, so was. Okay, von da kommen die Drachen. Gut, hab ich gecheckt. Ist jetzt die Frage, inwiefern greifen die meine Ballista an? Das müsste ich gleich erstmal herausfinden. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass sie hier lang und hier lang kommen werden. Gut. Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Hau ich hier schon mal einen Schnitzel hin? Oder zwei? Nehmen wir noch nicht. Dann machen wir das mal. Sie. Kommen wir mal als erstes hin. Ich denke mal, die werden sehr viel daran setzen, hier hinzukommen.
ich bin ja da. Ich aktivieren. Da drüben ist noch eine Kiste. Ja. So sieht es übrigens aus, wenn man stirbt in diesem Spiel. Also man kommt wieder rein. Man hat wirklich erst verloren, wenn alle Hoffnung verloren ist. Wenn alles total im Arsch ist. So, das muss eigentlich reichen. Oder? Oder nicht? Der sagt mir ja nicht umsonst, dass von da die Vögel kämen. Ich setz mal ein Anti. Ich baue mal ein Antifogel ein. So. So, Antivogeleinheit. Noch eine Antivogeleinheit. So, das ist ein Scheiß. Danke. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Sie sehen das nicht. Sie sehen das nicht. Sie sind tatsächlich getan. Okay, das kann ich aber schön knicken, Jungs. Sind sie doch da oben? Die Säcke. Ihr Scheißvögel. Von unten klappt's. Da unten scheint es zu klappen. Da sind ich hier oben unbedingt eine Antikogel anhalten. Dummheit brauchen wir natürlich auch einhalten. Bam, 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 bam. Okay, 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 okay. Ich gestehe, das war die erste Runde mal ein bisschen doof aufgebaut. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe nicht so viel zur Verfügung. Ja, alles zu verteidigen. Bitte gerade rum. Oben. Das heißt, sie kommen hier raus. Gut, dann mach's ganz einfach. Dann bauen wir hier einen Schnitzler hin. Schön auf die Treppe. Und ein Geschoss dazu. Und dann ist der Schnitzler geschützt. Und ich bin glücklich. So, die Balliste wird gleich bestimmt noch ihren schönen großen Effekt haben. Knall ich die Vögel oben schon ab und hier unten? Ich denke mal eher hier unten. Zwei Antivogeleinheiten sind besser als eine. Machen wir drei draus. Da können wir das hier mal abreißen. Und tun da stattdessen den Multischnetzler 3000 aufbauen. Setzen wir ein bisschen zur Verteidigung dahinter noch rein. Und die Vogeleinheit, da müsste es eigentlich passen. Und der 5-5 schafft noch. Hier unten hat es auch gut funktioniert. Das ist schön.
Vögel. Ah! Ja. Dummheit währt am längsten. Ich habe natürlich noch eine Kanonenart, die ich benutzen könnte. Das ist hier so eine so ein Bowlingkugelschießer. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Aber. Das erinnert mich gerade daran, eine Antivogeleinheit mal in diese Richtung aufzustellen. Stellen wir damit zum Beispiel gerade. Attacke! Ja, schön. Wieder Level up. Wie schnell. Linie könnten. Mein Geschütz haut die echt. Haut die echt Feuer auf Höhe. Ich muss Geld hier ausgeben. Ich hab zu viel. So, den holen wir uns. Den Einzelnen nicht ehrt, ne? Und so weiter. Diesmal aber nicht, bitte. So, hier oben ist auch ein Paletti. Ein viel Vogeleinheit. Auf jeden Fall, das ist gut. Da auch noch einiges rum. Dann nehmen wir auf. Du wirst dich ja mal hier schön noch beteiligen an der Kacke. Noch gemacht, alles was ich wollte. Welle bitte. Vögel angeflogen. Die Vögel angeflogen. Pieper. Ja.
läuft wie automatisch, ne? Ich hätte nichts gemacht im Laden. Ja, Nicke und Rambo. Ja, ich bitte nicht. Nichts machen. An hier. Gott, mein Verliebter. Nicht vorwärts, das ist so geil. Das ist so böse. Wir wollen überhaupt hier wie die Mädchen machen, können sie die tot. Ja, noch 6 Gegner haben wir noch. Da marschiert ihr. Ja. Ich mache eine Anti-Vogel-Einheit aufbauen. Ach komm, ja. Yeah. Was hast du? Was gibst du? Ich sammle das mal ein. Ich habe ja sonst gerade nichts anderes übrig. Voll hoch. Hier oben die Ballisten, die kommen überhaupt nicht dazu, irgendwas zu machen. Oh, meine Spaß. Ich muss die Sitze upgraden. Upgraden, würde ich wissen. Nochmal abbilden können. 700 Mana, okay. Ich kann ja gerade 25 auf haben am Anfang. So, ich glaube, jetzt kommt die letzte Welle, oder? Gut, aber ich bin gut aufgestellt, meine Tower stehen alle. Und dann wollen wir mal. So. Ich kann mal das Riesending jetzt benutzen, aber da kommt ja einfach kein Gegner. Oder die Map wird auch benutzt am Ende. Wer weiß. Schauen wir mal rein. Angriff. Schauen wir mal wirklich von hier oben das Geschehen an. Ich kann eigentlich mal upgraden. Kommt einfach nicht vorwärts. Macht das. Ach, muss doch wohl keiner hier oben an meine Harpune vergreifen, oder? Ja, anscheinend nicht. Ja. So, wo ist jetzt der Oger? Wo ist er? Da unten? Da unten. Da muss ich jetzt, glaube ich, mal hin. Ich stehe mal eine Anti-Vogel-Einheit, packe ich mal ein. Bau die mal zugunsten von meiner allgemeinen Nutzung hier wieder auf. Dann klappt es auch noch auf Paket. Dafür habe ich es dann weggesagt. Gut. Meine Sorge war umsonst. Okay.
läuft. Ja, Türchen. Alles rennt, rettet, flüchtet und ist am Sterben. Totenbeschwörer, aber das ist nicht. Beendet. Sehr schön. Oh, da müssen wir das abbauen, der Turm. Macht nix. Jetzt sind wir da. Ah, verdammt, ich kann keinen Schnitzler aufbauen. Egal. Setzen wir den halt wieder. Können wir den upgraden. Schafft das Ding hier jemals zu erblicken? Ich weiß es nicht. Ist mir doch gerade egal. Den packen wir nochmal auf. Kommen wir gerne rein. Das ist auch gut aufgestellt. Gut, dann kann ich die letzte Runde schaffen. Vielleicht darf ich ja dann endlich mal die Riesenhappe mitnehmen. Das wäre schön. Dazu. So. Auf zur letzten Runde. Ha! Nein, nein, nein. Jetzt wäre ich beinahe schon wieder da reingesprungen. Will ich doch nicht. Könnte ich eigentlich noch upgraden? Wir haben noch gar nichts bekommen. Das sind auch nur die absoluten Notfallreserven, diese Türme. So. Dann würde ich behaupten, auf zur letzten Runde. Danke. Kommen sie schon wieder fleißig? Jetzt gehen wir sie schon abnippeln. Schön mit anzuflicken, wenn hier die dunklen Ritter reinspringen, fliegen direkt vor das Geschütz und sterben. Ein Ogre, es reift. Eine Explosion wurde gerade getroffen.
Kerl, du bist natürlich ein alter ganz clever. Ne? Ja. Hey. Ich fang ihn ab. Achso, wahrscheinlich ein Spiel. Das ist egal. Eine noch. Jawohl. Alles geschafft. Sehr schön. Ah, zum Schluss hat der Kristall leider noch ein bisschen drin gelitten, aber ja. Können wir mal gehen. Ah, okay, Level Up wieder. Ach gut. So, sagen wir gerade noch dafür, dass wir das eingesammelt haben. Das ist ein perfektes Timing. Ich möchte jetzt aufhören. Mein Sohn meint langsam zu quaken. Du sollst doch schlafen, Kollege. Na komm. Irgendwo noch einsammeln. Schatz, dürfte ich dich vielleicht schon mal bitten, hoch zu ihm zu gehen? Ich komme gerade. Hm? Ja, ich komme gerade. Gerade schon mal Frauchen losgeschickt. Ich will gar nicht wissen, was das hier ist, verdammt bekannt. Gefällt mir. Will auch so eine. In meinem Garten. Achso, hier unten hat schon mich eingesammelt. Nicht alles zumindest. So. Wunderbar. Das haben wir auch abgeschlossen. Zurück zum Gasthaus. Yep. Jetzt bekommt keine schicke Zwischensequenz. Das war eben so Zufall. Ich wollte sagen, jetzt bin ich abschneiden. Das war jetzt doof. So. Liebe Freunde. Das war mein kleiner, feiner... kurzer Stream für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, Nachschauen, Reinschauen. Ich gehe jetzt mal gucken, was mein Sohn so treibt. Und wie gesagt, die Aufnahmewoche bei mir ist wieder eröffnet heute mit dem Stream. Den exportiere ich jetzt natürlich auch auf YouTube. Am Wochenende gibt es dann wieder eine Folge. Endlich eine Folge vom Eskaflon Hörspiel. Meine Stimme ist ja wieder komplett hergestellt, was mich sehr freut. Endlich kann ich weitermachen, ohne Scheiß. Und dann... ich möchte erst ein bisschen aufnehmen. Dann geht's nächste Woche dann auch endlich weiter mit The Witcher. Also, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.